Die Zukunft des Hauses in der Hohen Mölzner Friedensstraße 7 ist weiterhin offen. Das Gutachten der Sachverständigen liegt jetzt vor und die Versicherung würde den im April nach einem Wasserrohrbruch entstandenen Schaden regulieren. Danach wird der Abriss des Gebäudes empfohlen. Diese Entscheidung liegen nach Einschätzung des Experten sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitsrelevante Aspekte zugrunde. Nach einem Rohrbruch Ende April in der Friedensstraße ist die Bausubstanz des Hauses offenbar in Mitleidenschaft gezogen worden. Mitte Juni ist die dort lebende dreiköpfige Familie in Abstimmung mit der Stadt Hohen Mölzen und der Eigentümerin des Hauses vorsichtshalber evakuiert worden. Zwischenzeitlich wurde geprüft, welche Schäden tatsächlich entstanden sind und ob es sich lohnen würde, das Wohnhaus zu sanieren. Die Medeva hatte den Haftpflichtschaden ihrer Versicherung gemeldet. Der kommunale Schadenausgleich kam nach Prüfung zu dem Schluss, den Schaden in festgelegter Höhe zu begleichen und der Eigentümerin das Geld auszuzahlen, sofern diese damit einverstanden wäre. In dieser Angelegenheit wird es einen Gesprächstermin geben. Und an dieser Stelle endet die Zuständigkeit der Medeva in Bezug auf das weitere Vorgehen. Sobald sich der kommunale Schadenausgleich und die Eigentümerin geeinigt haben, wäre die Eigentümerin für alle nachfolgenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Haus in der Friedensstraße 7 verantwortlich. Derzeit ist die Straße unmittelbar vor dem beschädigten Gebäude weiterhin gesperrt. Die Familie lebt seit der Evakuierung übergangsweise in einer Wohnung, die die Wobau Hohen Mölzen GmbH in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt hatte.